Ich möchte gerne etwas sagen zu euch über Licht in unseren Wohnungen. Ich habe so gedacht, es sind viele Ehepaare hier, es sind auch einige da, die werden vielleicht noch Ehepaare und dann sind ein paar Alte dabei. Die lassen wir auch gerne hier im Raum. Und ich bin ein Familienmensch. Wenn man mich fragen würde, was mir wichtig ist im Leben, dann würde ich sagen, natürlich mein Glaube, aber dann dauert es nicht lange, dann würde ich auch sagen, dass meine Familie mir sehr wichtig ist. Meine 6 Kinder, meine 10 Enkel. Ich sage schon mal, ich bade gerne in meiner Familie. Ich fühle mich sauwohl, wenn ich die alle um mich herum habe und freue mich dann auch, wenn ich hinterher wieder aufräumen kann. Und manchmal denken wir, wir reden mal über geistliche Themen und dann reden wir über praktische Themen. Und diese Unterscheidung, die habe ich nie verstanden. Mein Leben ist Christus. Und das ist nicht abgehoben oder irgendwas Theoretisches. Oder das sage ich jetzt, weil ich gerade mir irgendwie einen Kommentar reingezogen habe und gerade auf so einer geistlichen Höhe schwebe. Mich hat schon mal einer gefragt, Klaus, wie würdest du überhaupt deinen Lebensstil beschreiben? Und dann sage ich immer, mein Lebensstil ist das Herz im Himmel und die Füße auf der Erde. Und ich glaube, ich möchte heute mal ein bisschen über die Füße reden. Was passiert denn eigentlich auf der Erde? Was macht unseren Alltag aus? In welchen Beziehungen leben wir eigentlich? Und wie können wir die Beziehungen gut gestalten? Und dazu möchte ich mit euch einen Bibelabschnitt lesen aus dem 2. Buch Mose, aus Kapitel 10. Man hat mir mal gesagt, eine gute Predigt beginnt immer mit einer Bibellese. Jetzt weiß ich nicht, ob die Predigt gut wird, aber ich will wenigstens damit beginnen. 2. Mose 10, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus gegen gen Himmel, dass eine Finsternis über das Land Ägypten kommt, sodass man die Finsternis greifen möge. Und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis, 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand auf von seinem Platz, 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Und der Pharao rief Mose und sprach, zieht hin, dient dem Herrn, nur euer Kleinvieh und eure Rinder sollen zurückbleiben. Auch eure Kinder mögen mit euch ziehen. Und Mose sprach, auch Schlachtopfer und Brandopfer musst du in unsere Hände geben, dass wir dem Herrn, unserem Gott, opfern. So muss auch unser Vieh mit uns ziehen. Nicht eine Klaue darf zurückbleiben, denn davon werden wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Wir wissen ja nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verhärtete das Herz des Pharao und er wollte sie nicht ziehen lassen. Und der Pharao sprach zu ihm, geh hinweg von mir, hüte dich, sieh mein Angesicht nicht wieder, denn an dem Tag, da du mein Angesicht siehst, wirst du sterben. Und Mose sprach, du hast recht geredet. Ich werde dein Angesicht nicht mehr wiedersehen. Und dann kommt Kapitel 11, die Ankündigung der letzten Plage, die unmittelbar auf die 9. Plage folgt. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie einen besseren Bibelabschnitt gibt, um über die christliche Familie etwas zu sagen. Die spannende Frage ist, jetzt sind die Kinder alle weg. So, ja, du bist noch da, wie heißt du? Luisa. Dann bist du jetzt dran. Was denkst du, warum die Israeliten Licht in den Häusern hatten? Du bist auch froh, wenn die Stunde vorbei ist. Was ist bei der letzten Plage passiert, Luisa? Was war das Merkmal der Israeliten bei der letzten Plage? Was sollten sie für ein Tier nach Hause nehmen? Ein Lamm. Okay? Und das Lamm sollten sie 4 Tage im Haus haben. Wie heißt du eigentlich? Samuel. Ja, schön. Also was denkst du, was während der 9. Plage sich in den Häusern der Israeliten befunden hat? Das Lamm. Okay, sind wir uns einig? Was willst du sonst auch sagen? Ich habe hier vorne sowieso die besseren Karten. Ja, das heißt, wenn man eine Drohne gehabt hätte und man wäre über Ägypten geflogen, war es stockdunkel. Also bei uns in der Uckermark gibt es da kaum Bevölkerung, so ein paar Menschen leben da noch. Und die Straßenlampen werden immer 22.45 Uhr abgeschalten. Und wenn die abgeschalten werden, ist es so dunkel bei uns, das ist einfach unglaublich.
Und wenn dann die Sterne über uns scheinen, das ist ein Naturphänomen schon, deshalb müsst ihr unbedingt mal zu uns kommen. Also Ostfriesland hat seine Reize, keine Frage. Ja, und also man wäre mit einer Drohne über Ägypten geflogen, dann wäre das ganz eigenartig ausgesehen, stockdunkel, aber überall waren so Lichtpunkte. Und das waren immer genau die Häuser der Israeliten. Das heißt also, ich übertrage das jetzt mal auf die christliche Familie, die unterscheidet sich ganz wesentlich von Ägypten. Wenn du nach Ägypten gehst, und das ist jetzt geistlich gesehen ein Bild der Welt, da ist es ziemlich dunkel. Und das ist bei uns in der Uckermark, also Uckermark ist ein Teil von Brandenburg, nördliches Brandenburg, und dann schließt sich Mecklenburg an. Und das ist ein sehr atheistischer Landstrich in Deutschland, wo die Leute normalerweise nicht wissen, wer Jesus ist. Die denken, es ist irgendwie ein Ausländer oder ein Neuzugang oder so. Aber wenn du sagst, kennst du Jesus, dann denken die überhaupt nicht an Religion oder an Kreuz. Sie haben keine Ahnung. Es ist finster, es ist total finster. Und weil es so finster ist, leben die Leute auch in ziemlicher Finsternis. Und dazwischen befinden sich Häuser von Christen und die sollen leuchten, die sollen ein Licht haben. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das machen? Und das Geheimnis für unsere Häuser, in denen unsere Kinder groß werden, in denen wir mit unseren Frauen leben, ist, dass wir ein Lamm haben. Das heißt, der Unterschied zwischen den ägyptischen Häusern und den israelitischen Häusern war, dass ein Haus von Israel ein Lamm zu Hause hatte und die Ägypter hatten kein Lamm zu Hause. Und jetzt finde ich wieder die Bibel obergenial, dass man die Bibel lesen kann und man findet eine Antwort darauf, was bedeutet eigentlich das Lamm in der Bibel? Kurt, ja? Ja, herrlich, ich finde so einen alten Namen schön. Mein jüngster Sohn heißt Walter. Er hat sich schon ein paar Mal beklagt, aber wir können es nicht mehr ändern. Und wir lesen jetzt zusammen Offenbarung 21, Vers 23 oder schon Vers 22. Wir schlagen einen ganz großen Bogen über die ganze Bibel. Und da steht, und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Aha. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist was? Freunde, jetzt müsst ihr noch 40 Minuten hellwach bleiben. Ihre Lampe ist das Lamm. Und jetzt gehst du zurück zu 2. Mose 10 und denkst, das ist ja cool, oder? Warum hatten die Leute Licht in ihren Wohnungen? Weil sie das Lamm hatten. Wodurch wird sich deine Wohnung, Firo, unterscheiden von den anderen Wohnungen in Ostfriesland? Dadurch, dass in deinen Häusern das Lamm sich befindet. Und jetzt habe ich die ehrliche Frage an euch, ist es wirklich da? Ist das Lamm in unseren Häusern? Wovon redet das Lamm, Abraham? Ich denke mal, ich bin in der Sonntagsschule, ich rede euch jetzt nicht mehr an. Das ist ganz einfach. Das Lamm redet von Christus. Das heißt, ihr bekommt irgendwann diesen äußerst spannenden Gedanken zu heiraten, setzt die Sache irgendwie in die Tat um und ihr merkt, das ist ein echtes Experiment. Denn wenn man heiratet, jedenfalls aus der Sicht des Mannes, heiratet man eine Person, die so, so unterschiedlich ist von mir, dass man das überhaupt nicht verstehen kann. Also ein Mann und eine Frau sind extrem unterschiedlich. Brauche ich euch das nicht im Einzelnen zu erklären. Ich meine damit überhaupt nicht die körperlichen Unterschiede, sondern ich meine, dass eine Frau anders denkt, anders tickt, anders fühlt, anders reagiert. Dass du manchmal denkst, gibt es das überhaupt? Und hat Gott das auch gewusst, als er mich mit meiner Frau zusammenbrachte, dass das so ein spannendes Experiment wird, dass man denkt, Gott, du musstest doch wissen, dass da ein Zündstoff sich befindet. Wie soll das gehen? Aber Gott ist natürlich nicht in Verlegenheit und er sagt, ich habe euch ja extra so sehr unterschiedlich gemacht, weil dieses Zusammenkommen der Unterschiede kann ja auch eine unglaubliche Bereicherung sein. Ihr könnt da ja Kräfte freisetzen. Ihr könnt euch ja nicht darüber aufregen, dass eure Frau so anders ist wie ihr, sondern ihr könnt denken, was bin ich froh, dass meine Frau anders ist. Wir machen gerade ein interessantes Ehe-Experiment zu Hause, was ich wirklich nicht jedem empfehlen würde. Wir ziehen um. Nach 20 Jahren verlassen wir ein großes Haus und wir sind sehr unterschiedlich gestrickt. Also ich schmeiße gerne weg und meine Frau schmeißt nicht gerne weg. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was wir so für Diskussionen hatten. Und die gingen wirklich an die Substanz unserer Ehe, bis meine Frau zu mir gesagt hat, vor 2 Wochen, du sagst bitte in unserem Dialog nicht mehr das Wort wegschmeißen. Ja, das möchte ich nicht mehr hören. Und da wusste ich, jetzt wird es ernst. Wir nehmen erstmal
doch alles mit und schmeißen dann weg. Also irgendwie müssen wir ja die Kuh vom Eis bringen, ja? Und jetzt könnte ich mich natürlich aufräufeln und tierisch aufregen, warum wir den 33. Kerzenständer auch noch mitnehmen müssen. Oder ob wir den nicht doch gleich in den Müll befördern. Aber ich kann auch mal ein bisschen zurückblicken und kann sagen, weißt du was, ich bin 34 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Und wenn ich da zurückschaue, dann kann ich nur sagen, meine Frau hat einen extrem perfekten Job gemacht. Und sie ist anders. Ja, sie ist anders. Und ich bin nicht gezwungen, mich darüber aufzuregen. Sondern ich kann einfach mal sagen, okay, es ist so. Und das, was ich alles wegdonnere, das kann ich vielleicht doch in 2 Jahren nochmal gebrauchen. Also irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte und dann einigt man sich. Man merkt, man ist unterschiedlich. Dann schenkt Gott vielleicht Kinder. Und dann bist du plötzlich eine Familie und du merkst, es ist eine Herausforderung. Und die Zeit, in der wir heute leben, in Deutschland, da ist eine normale Familie per se schon eine Herausforderung. Und weil wir umgeben sind von schlechten Vorbildern, müssen wir uns von Zeit zu Zeit daran erinnern, was eigentlich normal ist. Was ist eigentlich gut? Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, als er dich geschaffen hat als Mann und als er den Miriam als Frau geschaffen hat? Was hat Gott sich dabei gedacht? Gibt es eine gute Lösung, wie wir zusammenleben können? Und können wir so zusammenleben, dass es meinem Ehepartner in meiner Beziehung richtig gut geht? Dass er nicht nur die Tage abstreicht, wie ich damals bei der Armee, 542 Tage. Und beim letzten Tag konnte ich endlich raus, du kommst aus deiner Ehe nicht raus. Und du darfst nicht anfangen, die Tage abzustreichen, sondern du musst ein Konzept entwickeln, wie es dir gut geht. Und wie du dafür sorgst, dass es deinem Ehepartner gut geht. Und so entsteht langsam eine christliche Familie. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Ressourcen, die Gott uns gibt für eine christliche Familie, wenn wir die ausschöpfen, dann können wir ein Stück Himmel auf Erden produzieren. Und das möchte ich euch beweisen mit einer Stelle aus 5. Mose 11. Vielleicht können wir das mal lesen. Da kommt nämlich dieser Vers vor. 5. Mose 11, Vers 19. Lehrt eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren in dem Land, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Wörtlich übersetzt, auf dass eure Erde wie der Himmel wird. Und ich bin überzeugt, dass das stattfinden kann. Und ich kann mich an Tage und Wochen und Monate und Jahre in meinem Leben erinnern, da habe ich manchmal gedacht, why me? Warum geht es mir so gut? Ich habe eine, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich herrliche Töchter habe. Und eine Tochter, die hatte in ihrem Zimmer ein Poster hängen mit einem kleinen Kind an einer Eistüte. Und aus der Eistüte war die Kugel Eis runtergefallen. Ja, und es guckte ganz betröppelt und heulte. Und drunter stand, why me? Und dieses Bild musste ich mir tausendmal angucken. Und heute fällt mir das Bild wieder ein, aber bei mir ist es so, dass bei mir nicht die Kugel runtergefallen ist, sondern ich habe 3 frische Kugeln auf der Waffel und ich frage mich, why me? Warum geht es mir eigentlich so gut? Geht es euch manchmal auch so? Why me? Warum segnet mich Gott? Warum lässt er mich in Ägypten wohnen, wo es, wenn ich rausgehe, zu meinen Nachbarn gehe, mit denen rede, dann denke ich, die sind mega frustriert. Und dann gehe ich nach Hause und ich denke, warum geht es mir so gut? Warum schenkt Gott mir Tage des Himmels über der Erde? Und jetzt denkt ihr vielleicht, naja, dir geht es vielleicht gut, aber mir geht es nicht gut. Und dann kann ich dir nur sagen, mir geht es manchmal auch nicht gut. Aber mein Ziel, warum ich hier bin, in Ostfriesland, und ich habe mich nicht die ganze Nacht, ich habe auch streckenweise geschlafen, aber ich habe mich schon gefragt, worüber soll ich denn heute eigentlich predigen? Und ich finde das immer so spannend, dass ich das immer nicht weiß, was ich sagen soll, bis Gott mir dann irgendwie eine Überzeugung schenkt und sagt, mach das mal mit der 9. Plage. Vielleicht ist das hier dran. Und ich wünsche dir, dass in eurer Ehe und in eurer Familie etwas mehr Himmel einzieht. Und deswegen bin ich hier und deswegen möchte ich es gerne erzählen, was Gott uns für Regeln gibt. Und diese Regel, die erste Regel, die wir haben, ist, sieh zu, dass das Lamm in deinem Haus ist. Und die Frage ist, ist das Lamm in deinem Haus? Und wenn das Lamm in deinem Haus wäre, wie kann man das merken? Gibt es, also es ist ja nicht so ein sichtbarer Mittelpunkt, da steht nicht irgendwie ein Lamm aus Gips oder so, aber das Lamm in dem Haus ist eben auch das Element, was das Licht verbreitet.
Das Licht, was die Leute nach außen sehen, aber das Licht auch, was in deiner Ehe und deiner Familie Licht schafft, damit die Leute gehen können. Und diese Plage, die war ja übel. Habt ihr das mal gelesen, was da passiert ist? Sie sahen einer den anderen nicht. Und ich finde das gut, wenn man das Wort Gottes auch mal ganz genau liest. Was bedeutet das? Sie sahen einer den anderen nicht. Wisst ihr, was heute beklagt wird? Allgemein in Deutschland, Europa, das Problem der Einsamkeit. Dabei sind wir vernetzt ohne Ende, oder? Also Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, haben wir in Hülle und Fülle, mehr als je eine Generation vor uns. Und trotzdem hat die englische Regierung vor kurzem ein Ministerium eingerichtet gegen Einsamkeit. Es gibt in England einen Einsamkeitsminister. Und das macht man natürlich, weil die ein echtes Problem haben. Und das Problem ist in Deutschland auch, nur unser Bundestag ist schon so voll, dass sie sich nicht noch einen Minister leisten können. Aber sie müssten eigentlich einen einsetzen. Einen Minister gegen Einsamkeit. Ich bin ja 20 Jahre in Leipzig, habe ich gewohnt. Dort hatten wir eine alte Schwester in der Gemeinde und sie hat in einem Neubaugebiet gewohnt. Das war noch so ein alter DDR-Relikt, 15 Geschosser und in jedem Etage 10 Wohnungen. Und da hat man irgendwann gemerkt, ach, die Frau sowieso aus Wohnung 719, die kommt ja gar nicht mehr raus. Und nach 6 Wochen hat man sie rausgeholt, sie war längst tot, sie war verwest, es war ein übler Job. Es hat keiner gemerkt und das ist kein Einzelfall. Ich habe eine Schwester gesprochen, die arbeitet bei uns im mitteldeutschen Raum im Altenheim und sie sagt, in Corona sind bei uns im Altenheim 19 Leute an Einsamkeit gestorben. Nachweislich, die sind nicht an Corona gestorben, die sind an Einsamkeit gestorben. Die durften aus ihrem Verschlag nicht mehr raus, sie durften auch nicht mit anderen zusammen essen, sie durften nicht besucht werden. Und die einzigen, die bei ihnen reingegangen sind, jeden Tag, das waren wir als Pflegepersonal, und wir haben jeden Tag gemerkt, wie diese Leute vor die Hunde gehen. Sie sind gestorben an Einsamkeit. Und wo ich das gehört habe, hat mich das so, so wütend gemacht, oder? Ist das nicht schrecklich, dass wir sterben vor Einsamkeit? Und damals war das Gericht, was Gott über die Menschen verhängt hat, 3 Tage lang sahen sie einer den anderen nicht. Aber da drinnen steckt noch eine andere Botschaft. Das ist auch unser Lebensstil. Wir interessieren uns nicht für die anderen. Ja, wir sehen sie überhaupt nicht. Du siehst sie zwar im Netto oder bei euch ist das Kombi oder Combo oder wie heißt das hier? Kombi, ja. Klar, du nimmst es irgendwie wahr. Wir haben eine Nachbarin, eine richtig Liebe, die fährt Fahrrad, stürzt, wird so halb vom LKW mitgenommen und ihre ganze Schulter ist kaputt und alles zerbrochen. So kommt in die Klinik und ey, das tat uns voll leid, ja. Und dann sind wir hin und haben, was kann man da kaufen, so Raffaello, ja. Nimm eine ordentliche Größe, schreib einen netten Gruß, auf den Briefkasten gepackt, so. Und wir sind ja so ein Dorf, da kennt jeder jeden. Und nach einer Woche kommt der Mann zu uns nach Hause und sagt, ey, warum habt ihr das gemacht? Sag du, einfach so, hatten noch Geld übrig. Und tat uns leid, wir wollten einfach mal einen Gruß schicken. Ey, sagt er, ich habe 18 Nachbarn hier wohnen und keiner ist gekommen. Na, ich sag, bin ich ja froh, dass wir wenigstens da waren. Und jetzt sind wir umgezogen und der Erste, der kam und stellte uns einen großen Baum vor das Haus, war genau der Mann. Ich sage zu ihm und versuchte, seinen Ton nachzuahmen. Warum machst du das? Und er sagte, ja, weil ihr so liebe Leute seid. Ja, ich sage, du kennst es nicht. Aber der wartet händeringend darauf, auf einen Kaffee eingeladen zu werden und zu reden. Und es ist ein ungläubiger Nachbar, wo wir immer beten, Herr, lass uns doch an die Leute rankommen. Wir sind längst dran an den Leuten. Und das kannst du machen mit 2,99 beim Kombi, mit einer Schachtel Raffaello. Es ist überhaupt kein Problem. Weißt du warum? Sie sitzen alle in der Dunkelheit und sie können es überhaupt nicht verstehen, dass da einer kommt und er sieht den anderen. Er sieht, was mit dem eigentlich passiert. Wisst ihr, was ihr mit klitzekleinen Aufmerksamkeiten in eurer Umgebung für Wunder anrichten könnt? Weil es ist nicht normal, dass man zu dem anderen geht. Es ist auch nicht normal, dass man fragt, wie es ihm geht. Oder ist deine Frau zur Reha? Hast du heute was zu beißen? Kriegst du deine Büchsen noch alle auf? Oder willst du mal was Frisches essen? Da kann man doch mal sagen, Mensch, komm rüber, Junge. Bei uns ist noch ein bisschen was in der Pfanne. Das ist doch alles überhaupt kein Problem. Und dann sitzt er am Tisch. Und wenn die Leute bei dir am Tisch sitzen, dann können sie auch nicht weg. Und sie wollen auch nicht weg. Und du kannst mit ihnen reden. Wunderbar. Licht in unseren Wohnungen. Wodurch kommt das Licht? Weil Christus da ist.
Also das erste Problem ist, sie sehen einer den anderen nicht. Und dann steht hier auch noch, und keiner stand auf von seinem Platz 3 Tage. Was bedeutet das? Wir sind nicht in der Lage, etwas Sinnvolles zu tun. Das bedeutet das. Zum einen sehen wir den anderen nicht, aber wir kriegen auch nichts gebacken. Wir stehen nicht auf. Wir kommen überhaupt nicht voran. Wir können unser Leben nicht sinnvoll gestalten. Und wie viele Dinge gibt es, wo wir genau wissen, jetzt müssten wir mal aufstehen und wir müssten mal etwas tun. Und die Leute um uns herum, die drehen sich alle um sich selbst. Sie kommen nicht einen Schritt weiter. Überhaupt nicht. Und ich finde, da haben wir so eine herrliche Möglichkeit, Licht zu verbreiten. Und um Licht zu verbreiten in unseren Wohnungen, müssen wir irgendwie konkrete Schritte vornehmen. Und ich möchte jetzt mal die Männer ansprechen. Wir als Väter, das hat Gott so eingerichtet, sind verantwortlich für das, was zu Hause passiert. Und diese Verantwortung nimmt dir niemand ab. Und wenn du sie nicht wahrnimmst als Mann, dann wälzt du sie eigentlich auf deine Frau, aber das hat sie nicht verdient. Wisst ihr, Abraham stand an der Pforte seines Hauses. Vielleicht können wir das mal lesen in 1. Mose 18. Er kriegt Besuch von Gott. Was passiert, wenn Gott plötzlich bei dir aufschlägt? Und der Abraham saß am Eingang seines Zeltes bei der Hitze des Tages. Das ist eine treffende Beschreibung für das Leben eines Familienvaters. Schweiß, Stress. Es wäre viel netter gewesen, dort zu sitzen bei der Kühle des Abends. Da gibt es auch eine Geschichte in der Bibel, wo Gott Adam und Eva besucht hat und der ist gekommen abends, wo es kühl war. Da hält man es aus, ja. Wenn man im Orient gelebt hat, da beginnt das Leben sowieso erst abends, ja. Aber der Abraham, und das steht extra hier, der sitzt am Eingang seines Zeltes bei der Hitze des Tages. Und das bedeutet, das ist Stress. Also bitte alle Männer, die hier nicht verheiratet sind, überlegt euch gut, ob ihr heiraten wollt. Aber wenn ihr heiratet, dann setzt euch bitte dem normalen Stress aus. Und setzt euch auch mittags an die Tür, wo es sehr heiß ist. Und sagt nicht eurer Frau, du hast gerade mit einer Bandscheibe oder irgendeine Ausrede und sie soll sich mal da hinsetzen. Abraham saß da und er hat das ausgehalten und er hat geschwitzt. Und manchmal, also ich habe den Eindruck, in unserer Gesellschaft sind die Männer alle so ein bisschen entmannt oder man hat sie enthauptet, der Mann ist eben nicht mehr Haupt. Und wir Männer gefallen uns auch in der Rolle, wir ziehen uns einfach zurück und wir sagen, das ist uns alles viel zu anstrengend und das machen wir nicht. Und die Frauen machen das sowieso besser, Mensch, mein Organisationstalent und es flutscht alles ganz wunderbar. Und wir können uns langsam aus dem Leben zurückziehen. Und das ist ein unbiblisches Prinzip und es ist nicht gut und es geht euren Frauen nicht gut dabei. Und das ist damit gemeint, wenn Gott sagt, macht bitte Licht in eure Wohnungen. Licht in unsere Wohnungen bedeutet, Christus ist da zu Hause. Und den Ersten, den sich Christus schnappt, um sein Licht zu verbreiten in der Wohnung, ist der Mann. Das entnehmen wir 1. Korinther 11. Da steht nämlich, dass der Mann Christus untergeordnet ist. Und die Frau ist dem Mann untergeordnet. Und ich glaube, dass ich möchte euch ermutigen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Und euch davor nicht zu drücken. Oder auch nicht dieses Gefühl zu entwickeln, das ist lästig, das ist Stress. Das ist es nämlich nicht. Ich glaube, dass wenn Gott uns in Situationen stellt, in denen wir leben, zum Beispiel in unserer Ehe oder unserer Familie, ist das immer auch mit Genuss verbunden. Und Kinder sind eine Form von Genuss, auch wenn sie manchmal riechen und anstrengend sind. Aber Kinder sind etwas Herrliches. Und du kannst sie beobachten, wenn sie 1 sind oder wenn sie 3 sind oder wie alt bist du? 13, da sind sie besonders nett. Es wird also immer besser, genau. Er kann das bestätigen und der Papa überlegt gerade noch. Und ich habe manchmal streckenweise gedacht in unserem Familienleben, es ist doch ziemlich anstrengend, ja, so. Wir haben ein Kind, das ist 1990 geboren, 88, 89, 90, 93, 95. Boah, und es wurde immer mehr und der Lärm wurde immer mehr am Armbrusttisch. Aber normalerweise hat mich das immer sehr inspiriert und zu Höchstform angetrieben. Und dann haben wir etwas erlebt, dass unsere Kinder groß wurden. Und das ist das Schöne auch an Kindern, dass sie groß werden. Und sie werden erwachsen. Und man merkt an einem Kind, wenn es größer wird, an folgendem Experiment. Was macht normalerweise, nochmal, wie heißt du? Len.
Jetzt lasse ich es lieber in Ruhe. Ich erzähle mal, wie das bei uns war. Also wenn ich irgendwie nach Hause kam, ich war länger weg und die Kinder waren klein. Was sagt denn normalerweise ein Kind zu seinem Vater? Piero. Oder es sagt, ja, bist du schon wieder da? Nein, bei mir haben die Kinder immer gesagt, hast du was mitgebracht? Ja? Ein Kind ist ein Egoist, ja, immer. Kinder werden als Egoisten geboren und ihr erstes. Und du hast natürlich was bei, ein Überraschungsei, was schon eine halbe Stunde in deiner Hosentasche ist. Das versuchst du wieder in Form zu bringen und übergibst das dann. Und dann kommst du ein Jahr später wieder und der Sohn fragt wieder, hast du was mitgebracht? Aber dann gab es plötzlich ein Erlebnis in meinem Leben, das habe ich nie vergessen. Und ich habe gedacht, Herr, das muss ich jetzt eigentlich filmen oder das möchte ich nie vergessen. Ich komme nach Hause und meine Tochter, das leider sind Mädchen immer in der Entwicklung etwas schneller als Jungs, die kommt mir entgegen und sie sagt zu mir, ey Papa, wie ist es gelaufen bei dir? Ich sage, wie bitte? Ist es dir gut gegangen? Gute Fahrt gehabt? Waren die Leute nett zu dir? Alles gut gelaufen? Und ich sage, interessierst du dich für mich? Du fragst mich, wie es mir geht? Du fragst nicht, was ich dir mitgebracht habe, sondern du hast plötzlich den Schalter umgelegt und du fragst, wie es mir geht. Ich sage, ist ja der Wahnsinn, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Und plötzlich merkst du, da entsteht ein neues Gegenüber und mit dem kannst du reden. Und jetzt kannst du erzählen, was du erlebt hast. Und dann sagt die, ey, das ist aber schön, Papa. Ich habe echt für dich gebetet, ob du es gemerkt hast oder nicht. Ja? Und dann versuchst du, deine Tochter in den Arm zu nehmen, ganz vorsichtig natürlich, ja, und drückst dir ein bisschen die Luft ab und dann denkst du auch, schön, dass du sie hast. Und das zieht sich fort und irgendwann sind deine Kinder groß und sie sind keine Kinder mehr, sondern sie sind erwachsene Menschen, sie stehen dir gegenüber und sie sagen dir, Papa, ich hab das und das gehört von dir, das finde ich nicht gut. Das musst du korrigieren. Ja, danke, du hast recht. Gut, dass ich dich habe. Ja, ich habe ein Korrektiv plötzlich und sie haben recht, wenn sie mich kritisieren und das dürfen sie. Das heißt, ich erzähle das, um dir Mut zu machen als Familienvater, dass wenn du denkst, okay, ich sitze wieder am Eingang des Zeltes, es ist gerade wieder sehr heiß, es ist sehr anstrengend, es ist besser, ich hau ab, ich stelle mir einen Sonnenschirm hin, ja. Es gibt ja so Leute wie Jonah, die haben immer gerne Sonnenschirme gehabt oder Rizinusbüsche. Und sobald die weg waren, Männer leiden ja auch unheimlich schnell und intensiv. Und das hat er dann nicht ausgehalten und wollte sofort sterben. Das ist so eine typisch männliche Reaktion. Aber Abraham hat da gesessen und er hat da gesessen und er hat die Hitze ausgehalten. Und ich bitte dich, halte die Hitze aus. Normalerweise bekommst du Kinder zwischen 20 und 40. Und da bist du in einem Alter, wo du sehr viel aushältst. Vielleicht hast du deine Grenzen noch nicht entdeckt. Entdecke sie bitte. Aber sorge dafür, dass in deinem Haus Licht brennt. Und Licht brennt, wenn du irgendetwas von Christus weitergibst an deine Kinder. Wenn deine Kinder nach Hause kommen und sie sehen ihren Papa und irgendwann erzählt ihnen einer in der Gemeinde, weißt du, Gott ist auch Papa, Gott ist auch Vater. Und dann sagen vielleicht manche Kinder, oh Mann, wenn der so ist wie mein Vater, dann Prost Mahlzeit. Und das möchte ich eigentlich deinen Kindern ersparen. Sondern wenn sie an ihren Vater denken, dann sagen, okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Gott Vater ist. Ich habe zu Hause einen guten Vater. Als meine jüngere Tochter sich zu Hause verabschiedete, wir hatten immer so ein kleines Prozedere. Wir wohnen ja am See und dann haben wir da so ein Floß und gegenüber ist das Standesamt und dann haben die geheiratet. Das waren immer ganz schreckliche Tage für mich. Und dann habe ich die immer mit dem Floß über den See gefahren, drüben wartete dann der Bräutigam, der meine 20 Jahre Pflege und Hege dann einfach so eingesackt hat. Und auf dieser Floßfahrt, die dauerte immer 25 Minuten, da hat man nochmal Zeit zum Reden. Ich sage, ey Jule, wie geht's dir? Bist du aufgeregt? War es nett? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was dich aufgeregt hat? Und da hat Jule kurz vorm Anliegen gesagt, ey Papa, weißt du, was cool ist bei dir? Ich weiß genau, dass ich dich immer anrufen könnte und dass, wenn ich ein Problem habe, du würdest losfahren, dann würdest hunderte von Kilometern für mich fahren. Ja, das würde ich machen. Das fand sie cool. Da war ich ja froh, dass es eine Sache gab, die sie irgendwie positiv in Erinnerung hatte. Und wenn sie jetzt an Gott denkt als ihren Vater, dann weiß sie ganz genau, wenn ich zu Gott gehe, er würde alles in Bewegung setzen, um für mich etwas zu machen. Also dein Vaterbild überträgt sich auf deine Kinder für ihr Vaterbild. Denke bitte daran.
Das Zweite ist, was wir als Väter machen, wenn wir Christus deutlich machen wollen, dass wir es irgendwie schaffen, unseren Kindern glaubhaft zu vermitteln, dass ihr Freude an der Bibel habt und dass ihr die Bibel lest und dass die Bibel für euch etwas extrem Besonderes ist. Und jetzt weiß ich nicht, ob du da vielleicht was bei dir ändern musst, dann mach es bitte, fange heute damit an. Aber wenn deine Kinder dich nie dabei erwischt haben, dass du Bibel liest, dass du irgendwie auch mal eine Gefühlsäußerung zu Hause loslässt, dass du am Armbrusttisch erzählst, dass du irgendwas Tolles gefunden hast oder irgendeine nette Stelle, dann weiß ich nicht, was. Ich weiß nicht, ob dein Licht brennt bei dir zu Hause. Ob wir Christus glaubhaft wiedergeben. Und wir haben die Chance. Und ich möchte überhaupt nicht auf euch rumhacken oder euch eure ganzen Fehler aufzeigen, sondern ich möchte euch viel lieber motivieren und sagen, sieh zu, dass das Lamm bei dir zu Hause lebt. Und dass, wenn deine Kinder nach Hause kommen, dass sie merken, hier ist es hell. Und es ist wirklich ein Riesenunterschied. Ich habe schon ganz oft die Geschichte von meinem ältesten Sohn erzählt, der der Einzige war in seiner Klasse, der mit Vater und Mutter zusammengelebt hat. Der Einzige. Alle anderen Kinder haben in irgendwelchen Trümmerhaufen gelebt. Alle anderen 29 Kinder. Und irgendwann sagten seine Schulkollegen zu ihm, ey Frieder, weißt du eigentlich, was du hast, dass wenn du nach Hause gehst und du klingelst zu Hause, dass da in jedem Fall die Tür aufgeht und entweder Vater oder Mutter empfangen dich und zum Armbrusttisch seid ihr komplett. Er sagt ja, ich weiß überhaupt nicht, warum du dich aufregst, das ist doch normal. Nee, sagten die 29 Kinder, das ist nicht normal. Dann war es kurz vor Weihnachten, da haben sie sich unterhalten, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Ja, und der wünschte sich das und der wünschte sich jenes. Und der beste Freund von meinem Sohn, der sagte, weißt du, Frieder, weißt du, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Ich wünsche mir einen Vater, der ein Vierteljahr bleibt. Ein Vater, der ein Vierteljahr bleibt. Das sind doch bescheidene Wünsche, oder? Das sind bescheidene Wünsche. Und dann merken plötzlich deine Kinder, so komisch wie du bist und so komisch wie deine Frau ist, es ist doch nicht ganz so verkehrt zu Hause. Es ist gut. Und vielleicht da sagst du, okay, ich habe Defizite. Bei mir brennt nur so eine Nachtlampe. Besser wäre, wir hätten so einen Kronleuchter. Das Lamm ist ziemlich klein. Dann sage ich dir heute, lass es einfach größer werden. Oder mach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme. Was treibt mich eigentlich? Denke ich wirklich darüber nach, wenn ich ein Haus kaufe, wenn ich in eine neue Wohnung ziehe, wenn ich irgendwie in meinem Leben etwas neu organisiere, sehe ich zu, dass das Lamm der Mittelpunkt ist. Ist der Lamm der Mittelpunkt meines Lebens, dann ist er auch der Mittelpunkt meiner Familie. Und dann, liebe Geschwister in Pefsum, dann ist er auch der Mittelpunkt eurer Gemeinde, denn die Gemeinde besteht aus Familien. Und eure Familien bestehen aus Ehen. Und wir haben Bausteine. Und ich habe gestern schon darüber gesprochen, diese Bausteine machen wir gerade in Deutschland alle kaputt. Und wir müssen aufpassen, dass sie uns bei der Gelegenheit nicht auch noch alle kaputt gehen. Und dass am Ende die Gemeinde kaputt geht. Und deswegen ist es so, dass es wirklich mein Herzensanliegen, dass wir gute christliche Ehen und gute christliche Familien haben. Und wenn wir das haben, dann erleben wir, dass in unseren Häusern das Licht brennt. Alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Und dieses Lamm wird dann nach 4 Tagen geschlachtet, das sollte vom 10. bis zum 14. Tag sich im Hause aufhalten und dann wurde es geschlachtet. Und das Lamm redet von Christus. Wir brauchen das fast nicht mehr erläutern. Aber die Frage ist ja für mich, was bedeutet mir eigentlich Christus? Was bedeutet mir die Tatsache, dass einer für mich stirbt? Wissen meine Kinder, dass ich erlöst bin, dass ich ein Sünder war vor meiner Bekehrung? Höre ich auf, von meinen Kindern irgendwie eine Fassade zu spielen? Oder ich denke, ja, das ist, wenn die wüssten, wie toll ich bin und so. Die dürfen meine Fehler, dürfen die wissen. Sie dürfen wissen, wie ich gelebt habe, bevor ich mich bekehrt habe. Und wenn ich, wie in meinem Fall, aus gläubigem Elternhaus komme, dann ist es vielleicht so, dass man äußerlich brav war, aber trotzdem war man hoffnungslos verloren. Und das wird mir immer deutlicher, je älter ich werde, weil man merkt, was in seinem Herzen wohnt, welche seltsamen Gedanken einem manchmal durch den Kopf schießen. Da denkt man, was ist eigentlich mit mir los? Das heißt, das Geheimnis unserer christlichen Familien ist das Lamm in unseren Häusern.
Und das Lamm ist die Lampe. Und wenn wir eine Lampe haben, dann sehen wir auch klar, was wir tun sollen, wie wir miteinander umgehen sollen. Das heißt, wir leben genau das Kontrastprogramm zu den Ägyptern. Die Ägypter sahen einer den anderen nicht. Was bedeutet das für dich und für deine Familie? Bitte seht einander. 4 Uhr bist du mal an der Schusslinie, ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. Sehen wir unsere Frauen. Wenn Gott wie bei Abraham zu uns käme und würde uns fragen, wie es unserer Frau geht, was würden wir dann sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es ihr wirklich geht. Ich kann dir sagen, wie mein Auto funktioniert, wie die Heizung funktioniert. Ich kann dir alles erklären, Smart Home. Ich habe alles im Griff, aber wenn ich nach meiner Frau frage, das ist schwierig. Also, habe ich keine Ahnung. Warum sie manchmal abends im Bett neben mir liegt und plötzlich anfängt zu weinen und dann fragst du sie, warum weinst du eigentlich? Und dann sagt deine Frau zu dir, ich weiß es auch nicht. Dann sagst du erstmal, ja, das soll mir mal einer erklären. Ja. Und dann merkst du, okay, vielleicht müsste ich jetzt mal mir das Experiment starten und mich mal fragen, ob ich nicht doch mal irgendetwas tun muss, um meine Frau zu verstehen. Also ich glaube, dass eine Frau nicht ohne Grund weint. Und wenn sie es dir nicht gleich sagt, dann kannst du das nicht einfach abhaken und sagen, okay, so sind eben Frauen. Sondern da musst du irgendwas tun, um rauszukriegen, was ist eigentlich los? Nimm 3 Tage Sonderurlaub. Fahr nach Greziel oder was weiß ich, wo ihr hier hinfahrt. Wir fahren meistens an die Ostsee. Und dann gehen wir am Meer spazieren. Und wenn du als Ehepaar einen Tag am Meer, Ostsee ist natürlich viel schöner als Nordsee, weil da ist immer Wasser und so, ja, und immer sauber. Und dann gehst du spazieren. Und bei uns ist das so, nach einem Tag ist der Kopf durchgepustet. Dann ist alles weg. Alles, was da nicht reingehört, alles, was dich beschäftigt. Und man hat endlich überhaupt mal den Kopf frei, einander zuzuhören. Also ich sehe den anderen. Und dann kommen mir plötzlich Dinge in den Sinn, dass ich sage, du, das habe ich nicht gewusst. Das tut mir leid. Und ich habe es auch einfach übersehen. Ich habe ganz viele Zeichen, die eigentlich von dir gekommen sind. Ich habe es übersehen. Und das steckt alles in 2. Mose 10, Vers 23. Sie sehen einer den anderen nicht. Punkt 2, siehst du deine Kinder? Weißt du, wie es ihnen geht? Ich habe es oft nicht gewusst. Einmal, da war mein Sohn schon in der 11. Klasse, das kam bei ihm öfters vor, hat er was vergessen. Oh, klar, ruft an, Papa, ganz schlimm und ich muss es abgeben, sonst schlechte Note und so. Mach, setz dich ins Auto, natürlich, Papa setzt sich ins Auto, bringt Söhnchen alles hinterher, ist ja noch ganz klein, kann man ja alles vergessen, wenn man 19 ist. Nein, er war 17. Und dann laufe ich durch das Gymnasium, ist ein Riesending und dann habe ich was erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Es war gerade Pause. Ich laufe durch die Flure und ich sehe einige Pärchen. Also man konnte noch dankbar sein, dass es immer Junge und Mädchen war. Und die waren kusstechnisch so eng miteinander verkeilt, dass ich gar nicht wusste, ob die sich wieder irgendwie auseinanderkriegen oder ob denen dann die Gebisse wegfliegen. Und ich knallrot um die Ecke, waren die Nächsten beschäftigt und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn hier los? Und dann habe ich endlich das Klassenzimmer gefunden. Ich sage, hier, Rüdi, dein Hefter. Und ich bin wieder weg. Und dann, abends, Abendbrot. Ich sage, hey, Rüdi, erst mal im Ernst. Was ist denn bei euch da los in der Schule? Und mal noch eine zweite Frage. Du bist ja 17, ja? Bist ja auch nicht irgendwie tot, so menschlich. Wie hältst denn du das aus? Papa, da erzähle ich mit dir später drüber. Ich glaube, das verkraftest du jetzt nicht. Du weißt noch nicht mal die Hälfte. Also jetzt nicht über mich, aber du weißt nicht, was wirklich läuft bei uns in der Schule. Da habe ich mich bei ihm bedankt, dass er so zart mit mir umgeht. Aber ich habe gedacht, weiß ich eigentlich, was in ihm vorgeht? Weiß ich, was der zu verarbeiten hat? Weiß ich, was der gesehen hat auf seinem Handy? Ich weiß vieles bis heute nicht. Aber ich habe immer im Kinderzimmer gesessen, bis ich alle Informationen hatte, die ich haben wollte. Und ich habe 6 Kinderzimmer gehabt und ich habe die Angewohnheit gehabt, dass ich abends meine Runde gedreht habe. Und bei manchen Kindern kriegst du nicht sofort die Informationen, die du haben willst. Ja, die versuchen erstmal alles in Ordnung zu spielen. Ich bin auch nicht die Stasi, ja, die da die Daumenschraube angesetzt hat. Aber ich habe ihnen einfach gesagt, du, ich möchte einfach wissen, wie es dir geht. Und was du mir zumuten kannst, das erzähl mir bitte. Ich möchte nicht einer sein, so wie in Ägypten,
der durch sein Haus geht, und wenn du mich fragen würdest, wie es meinen Kindern geht, dann müsste ich dir sagen, du, die sind über 6, also sollen ihr Ding machen. Ich habe ihnen mit 10 ein Handy geschenkt, da haben sie Unterhaltung. Außerdem nerven die mich, sollen mich in Ruhe lassen. Das ist der Wahnsinn, oder? Sie sehen einer den anderen nicht. Ihr lieben Eheleute, macht die Augen auf und schaut euch mal in Ruhe wieder mal euren Ehepartner an. Der ist wunderschön. Macht das Licht an dazu. Schaut einfach mal eine ganze Weile. Ich habe das neulich mal gemacht. Ich konnte irgendwie nachts nicht schlafen. Dann habe ich mich an irgendwelche frommen Predigten erinnert. Wenn man nicht schlafen soll, soll man beten. Aber das konnte ich auch nicht. Und dann war Mondschein. Und ich konnte in Ruhe meine schlafende Frau angucken. So eine halbe Stunde habe ich geguckt. Also ich kenne sie natürlich, ja. Logisch. Aber wenn du mal Ruhe hast, und sie konnte ja nicht reagieren, sie hat geschlafen. Die hätte sonst gesagt, guck mich nicht so an oder so. Was willst du denn? Und so hatte ich meine Ruhe und meine Zeit. Ich dachte, Mensch, Wahnsinn. Was ist der Wahnsinn? Und dann habe ich mich in Ruhe an ganz viele Dinge erinnert, die ich mit ihr erlebt habe. Und habe gedacht, Herr, danke. Danke für ein Stück Himmel auf der Erde. Danke. Wir müssen einander sehen, wir müssen unsere Kinder sehen, wir müssen ganz viel Aufmerksamkeit in sie investieren. Sonst, wie war nochmal der Name? Len. Sonst sucht sich Len seine Aufmerksamkeit woanders. Ist es so? Sag bitte ja, natürlich. Fang keinen Streit mit mir an. Und das haben wir gestern gesehen, dass Kinder Aufmerksamkeit brauchen. Und manchmal benehmen sich Kinder so, dass sie nach Aufmerksamkeit schreien und wir merken es nicht. Und dann bitte ich dich, schau dir deine Kinder an. Geh ruhig nochmal 23 Uhr ins Kinderzimmer, wenn sie alle schlafen. Und dann schau sie dir in Ruhe an. Und das sind Kinder, die Gott dir gegeben hat auf seinem Silbertablett, genau wie deine Frau. Und sie sind so, so wertvoll. Und jetzt liegt es an dir Ehemann, als dir Vater, zu Hause das Licht anzuschalten und Christus in deine Familien zu bringen, damit wir uns unterscheiden von den Ägyptern. Und damit es dann so ist wie bei den Mücken und den Fliegen, dann kommen die ganzen Ägypter zu dir, weil bei dir das Licht brennt. Und das ist genau bei uns passiert. Fast alle Geschwister bei uns in der Gemeinde haben zahlreiche Kontakte zu Ungläubigen. Wir sind nicht mehr die Blöden. Früher dachte ich immer, wo ich so alt war wie Len, als Christ kannst du dich nur blamieren. Ja, du machst vieles nicht, du wirkst seltsam, bist wie aus der Zeit gefallen. Und das soll andere irgendwie anziehen. Und das ist heute völlig anders. Die Leute haben Dreck am Stecken und sie sitzen im Dreck und sie haben zerstörte Beziehungen. Sie haben keine gute Beziehung zu ihren Eltern und ihre Kinder haben sie auch nicht mehr. Und wir erleben ständig irgendwelche Zerbrüche von Beziehungen. Und dann entsinnen sie sich irgendwann mal daran, ach, da ist ja Familie sowieso. Und bei denen ist das anders. Hey, wir gehen einfach mal dahin. Und ich habe schon erzählt von unserer Nachbarin, die wir bei uns eingeladen haben und die dann abends um 11 nach Hause geht und beim Verabschieden sagt, Herr Günschel, wenn ich mir das hier alles angucke bei Ihnen, Sie haben den Himmel auf Erden. Ich sage, ja, 5. Mose 11, Vers 23, haben Sie gerade gelesen. Genau, das ist der Punkt. Das unterscheidet uns. Sie gehen zurück zu Ihrem Ex-Mann und zu Ihren ganzen zerrödelten Beziehungen. Aber wenn man nach biblischen Prinzipien lebt, ist man doch nicht der Hornochse, man ist doch nicht blöd, sondern man erlebt genau das Gegenteil. Wir sind glückliche Menschen. Nur leider sieht man uns so unser Glück oft nicht an. Vielleicht müssen wir auch wieder mal zu Dingen zurückkehren, die Gott uns schon längst gesagt hat und wo wir immer denken, das kann ich verdrängen, das mache ich später. Ich bin ein anderer Typ, ich kann das nicht so. Doch, du kannst das. Und wenn du denkst, du kannst es nicht, dann geh doch wenigstens auf die Knie und sage, Gott, ich bin ein Loser, ich kriege vieles nicht gebacken, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, Licht in mein Haus zu bringen, Licht in meine Ehe zu bringen. Licht in meine Kinderzimmer zu bringen. Ich möchte gerne, dass Licht leuchtet. Und das Zweite ist, und keiner stand auf von seinem Platz 3 Tage. Wir dürfen aufstehen. Der Mensch ist der Aufrechtstehende. Das ist der Tätige. Als Gott den Menschen geschaffen hat, dann hat er uns einen Garten gegeben, damit wir ihn bewahren und bebauen. Nicht, dass wir irgendwo faul rumsitzen. Und ich komme jetzt manchmal in Gemeinden, da muss ich sogar über Bibelstellen sprechen, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also haben wir irgendwie ein Defizit an grundsätzlichen Dingen, die wir aus den Augen verloren haben, dass wir uns auch noch gegenseitig beibringen müssen, nicht faul zu sein, nicht
lässig zu sein. Das war das Problem der Kreter, zu denen Titus geschickt wurde. Das heißt, wir dürfen aufstehen, wir dürfen tätig werden. Treibe nicht deine Kinder ständig an, sondern steh selbst auf, geh selbst voran. Und wenn du selbst vorangehst, dann werden deine Kinder mitkommen. Also unsere Kinder haben, also ich habe versucht, immer auf unserem Grundstück irgendetwas zu machen, wo ich meine Kinder mitnehmen konnte. Learning by doing. Und wir hatten Spaß zusammen und alles Mögliche. Wenn wir nichts tun, wenn wir irgendwo in so eine Netflix-Atmosphäre verfallen, dass wir ständig ein neues Abo verlängern müssen, da denken die Kinder, okay, das ist das Leben. Papa kommt nach Hause, meckert übers Essen und dann haut er sich aufs Sofa und zieht sich die nächste Serie rein. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Gibt es nichts Vernünftiges zu tun bei dir zu Hause? Setz dich doch einfach ins Auto und fahr mit deinen Kindern nach Rumänien. Ich hatte die Panik, also ne, Panik, ich bin etwas emotional vielleicht, aber als mein erstes Kind aus der Schule kam, da habe ich gedacht, alles, was der bisher kennengelernt hat, ist purer Luxus. Der hatte kein Problem, der hatte immer ordentliches Essen, der hatte Frieden, der hat sein Moped gekriegt, als er Moped haben wollte. Dann kamen sogar mal irgendwelche Bekannten vorbei, die haben ihm einen abgefragten Jeep hingestellt, da konnte er da Riffelblech einbauen und schrauben und machen und ist bei uns durch den Wald gefahren. Dann denke ich immer, wann lernt der Junge eigentlich mal, dass das Leben auch anders läuft? Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, wenn du hier fertig bist, dann gehst du nach Rumänien ins Kinderheim und machst da dein FSJ. Gute Idee. Ja, er war noch ganz brav und hat das dann auch gemacht. Aber was ich nicht wusste, ist, dass ein Kinderheim in Rumänien wirklich sehr unterschieden ist von Deutschland. Und dann haben wir ihn irgendwann da unten besucht und das war wirklich der Wahnsinn. Es war der Wahnsinn. Und es hat ihm so gut getan, der hat es nie vergessen. Er hat ein halbes Jahr da unten ausgehalten. Der hat ein Zimmer, in dem er gewohnt hat, ohne Heizung, den ganzen Winter. Und auch in Rumänien wird es kalt. Dann musste er sich mit Zigeunern auseinandersetzen, die ständig geklaut haben. Er musste sich um die Kinder kümmern. Und das in einer Umgebung, die wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig war. Und es war so eine gute Schule. Einfach zu realisieren, wir leben hier in Deutschland wie auf einer Hallig. Ja? Das ist nicht normal, so wie wir hier leben. Und wenn wir unseren Kindern mal den Horizont öffnen können, dass die Welt größer ist und dass das Elend auch größer ist, dann ist es unbedingt gut. Und als wir ihn dann da unten besucht haben als ganze Familie, da meinten meine anderen Kinder zu mir, wo müssen wir jetzt hin? Na, ich sage, ich überlege mir das nochmal. Ich versuche einfach zu Hause rumänische Verhältnisse herzustellen. Wir stehen auf, wir bleiben nicht sitzen. Wir sind fleißig. Und wir sind unseren Kindern ein Vorbild. Vielleicht können wir mal lesen, was einen Vater kennzeichnet in 1. Thessalonicher 2. In 1. Thessalonicher 2 wird uns eine Mutter vorgestellt und ihre Charaktermerkmale und ein Vater. Und daran kann man sehr schön sehen, warum es wichtig ist, dass unsere Kinder immer mit einem Vater und einer Mutter aufwachsen. Die Mutter wird charakterisiert in Vers 7 und der Vater in Vers 11. Gleich wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, dass ihr wandeln sollt würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen hat. Also die drei Merkmale eines Vaters sind ermahnen. Ermahnen bedeutet in der Bibel immer eine Mischung zwischen motivieren und ermahnen, ja, also ermuntern und ermahnen. Das zweite ist trösten. Das müssen wir vielleicht manchmal lernen. Aber das dritte, was ich jetzt meine, ist bezeugen. Das heißt, du bezeugst deinem Kind, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Und wenn du etwas bezeugst, dann bist du das Vorbild. Deine Kinder werden dir in jedem Fall folgen. Sie werden das machen, was du tust. Und ich habe gestern schon gesagt, das Kind auf Rumänisch Kopie heißt. Und wir können machen, wir Väter, unsere Kinder werden unsere Kopien. Sie werden nicht das machen, was du sagst, sie werden das machen, was du tust. Das ist das Problem vielleicht bei mir oder so. Also mit Sagen, da bin ich perfekt, ja, also reden kann ich ohne Ende. Aber wenn wir das dann auch tun müssen, was wir gesagt haben, dann erscheint schon mal ein kleines Problem. Und Gott sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 11, wenn du Vater bist, dann motiviere,
dann tröste und dann bezeuge. Sei ein Vorbild. Geh voran, damit sie dir folgen können. Und das steckt alles drin, wenn wir 2. Mose 10 lesen, dass wir einer den anderen sehen und dass wir von unserem Platz aufstehen, dass wir eben genau diese Fehler nicht tun. Und vom Platz aufstehen bedeutet auch in der Gemeinde zum Beispiel einander zu sehen und einander auch zu motivieren. Wir haben bei uns eine Schwester in der Gemeinde, ich vermute jedenfalls, dass sie es ist, so sichere Beweise habe ich noch nicht, aber ab und zu verlasse ich mein Haus und da liegt vor meiner Haustür ein Zettel mit einem Bibelvers. Und ich habe jetzt immer mal geguckt, wenn wir so Postkarten kriegen, mache ich dann Schriftvergleiche, was könnte das für eine Schrift gewesen sein? Also irgendwann werde ich sie erwischen, aber stell dir vor, die setzt sich hin. Das kostet nicht viel Geld. Ein Zettel, ein Bleistift, Bibelvers draufgeschrieben. Und irgendwann abends fährt die bei uns durchs Dorf. Das sind insgesamt nur 8 Kilometer. Hat sie alle Geschwister abgefahren, kriegen die alle ihren Zettel vor die Tür gelegt. Und du gehst frühs auf Arbeit. Und wisst ihr, was mir neulich passiert ist? Ich war frustriert. Das kommt vor. Also ich dachte so, ja, ob das alles so richtig ist, was ich mache und ob das so erfolgversprechend ist und ob man nicht Dinge ändern müsste. Und ich war unzufrieden. Und wenn ich unzufrieden bin, dann merkt es meine Frau ziemlich schnell. Und dann geht es ihr echt auch nicht gut. Naja, ich will jetzt nicht noch mehr erzählen. Jedenfalls gehe ich raus. Zettel. Heb den Zettel auf. Und wisst ihr, was drauf steht? Du aber verachte dich den Tag kleiner Dinge. Dachte ich, ja, das ist doch monumental, oder? Verachte nicht den Tag kleiner Dinge. Weißt du, man schaut schon mal auf Zahlen. Bin ich effektiv? Könnte ich nicht meine Kraft anders einsetzen? Und plötzlich gehst du raus und dieser Zettel, den habe ich genommen, ganz vorsichtig auf den Beifahrersitz gelegt, ins Büro gefahren und der liegt heute noch da, der liegt bis heute da. Verachte nicht den Tag kleiner Dinge. Das sage ich mal allen Frauen, die zu Hause sich um ihre Kinder kümmern. Also das ist sowieso mein fast liebstes Publikum. Verachte nicht den Tag kleiner Dinge. Vielleicht denkst du, es ist so unbedeutend, was ich tue. Es ist so banal. Es könnte jeder andere viel besser. Nein, die anderen können es nicht besser. Du kannst es am besten. Mach es bitte. Verachte nicht den Tag kleiner Dinge. Und wenn wir das schaffen, dass wir aufstehen und können andere motivieren durch ganz kleine Botschaften oder es gibt ja auch Fleurop. Man kann Frauen Blumen schicken. Wenn du einer Frau Blumen schickst, passieren Sachen, die kannst du als Mann nicht erklären. Die freuen sich dermaßen, die fahren 14 Tage ohne Benzin. Das ist unglaublich. Das ist eine Motivationskeule, da lohnt sich jede Investition. Zwar hat Fleurop jetzt seine Preise erhöht, aber 35 Euro, ich meine, sinnvoll eingesetzt. Wir haben gute Freunde und wir wussten, dass es ihnen wirklich nicht gut geht. Ihr kennt die wahrscheinlich auch, deswegen sage ich mal lieber keinen Namen. Und wir saßen am Frühstückstisch und meine Frau sagt, Klaus, wir müssen der Frau Blumen schicken. Der geht es nicht gut. Und dann haben wir das gemacht. Und ich habe es dann schon wieder vergessen. Und abends klingelt das Telefon und da ist an der anderen Strippe eine Frau, die hat sich überhaupt nicht wieder eingekriegt. Ja? Und weißt du, wer sich bei solchen Aktionen am meisten freut? Das bist du selbst, weil du denkst, ey, das ist ja so cool. Ja? Aufwand fast null und eine andere Person geht durch die Decke. Und jetzt geht ihr hier auseinander heute als Gemeinde und ihr überlegt die ganze Zeit, okay, heute Abend, wie können wir bis zum nächsten Sonntag einem anderen eine Freude machen? Wir haben gestern Hermann überfallen. Er hat mir Matjes geschenkt und meiner Frau weiß ich ganz genau, wenn die Matjes kriegt, dann hat die automatisch 4 Tage gute Laune. Ja, Matjes, ich würde gerne 4 Pakete mitnehmen. Ja, dann habe ich 2 Wochen abgedeckt. Ja, und man denkt, okay, ist das lächerlich? Nein, das ist nicht lächerlich. Das ist überhaupt nicht lächerlich. Bitte beachte diese beiden Dinge, die damals in Israel passiert sind. Schaut euch die anderen an. Schaut ihnen ins Gesicht. Gucken sie gerade traurig? Vielleicht ja. Dann frag ihn, was los ist. Und steh auf von deinem Platz. Und vor allen Dingen die jungen Leute, ihr habt so gewaltige Möglichkeiten, einander zu helfen. Ihr seid ja hier jung und alt, ja? Also bei uns zum Beispiel gibt es alte Geschwister, die können den Rasen nicht mehr mähen. Ich weiß, das ist für meine Kinder ist das der Albtraum. Haken und Rasen mähen. Da kannst du sofort jede Beziehung sofort zerstören. Aber helft euch doch irgendwie gegenseitig.
Bei uns haben auch alte Geschwister großes Interesse an moderner Computertechnik. Aber wenn du 84 bist, ist ständig der Bildschirm schwarz. Und ich habe einen Sohn, der ist für die IT zuständig und der wird immer von den alten Geschwistern angerufen, wenn irgendwas nicht geht, wenn der Drucker Geräusche macht wie ein Staubsauger oder wenn irgendwas nicht stimmt. Steht auf von eurem Platz. Hört auf zu jammern. Hört auf zu faulenzen. Entschuldigung. Ja, es steht hier so. Einander angucken und aufstehen. Und dann scheint plötzlich Christus in unseren Wohnungen. Ich möchte nochmal mit euch rübergehen zur Offenbarung 21 und damit dann auch schließen, damit es hier nicht zu spät wird. Ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, 21, Vers 22, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf das sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Warum gebraucht Gott so eine seltsame Bildersprache? Also ich war neulich bei einer Familie untergebracht in einem Kinderzimmer und das Kinderzimmer war ein Flugzeug, eine Lampe. Und dann dachte ich, es gibt ja so Kinderzimmerlampen, ja, die sahen so ganz lustig aus, ja. Und dann dachte ich, man müsste ja wirklich mal eine Lampe als Lamm bauen, ja. Und um das mal plastisch zu machen. Also du kommst zu Gott, gehst in den Tempel und der Tempel ist ganz prächtig und da hängt so ein Kronleuchter runter, aber das ist kein Kronleuchter, sondern das ist irgendwie ein Lamm und es leuchtet. Und Gott gebraucht so eine Bildersprache, um uns klar zu machen, dass das einzige Licht, was wir kriegen können für unser Leben, ist Christus. Ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir das Licht der Welt nicht haben, dann sind wir in der Finsternis. Und als wir uns bekehren durften, dann hat Gott uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gebracht. Und ich sage euch, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit oder bei all dem, was jetzt so in Deutschland, Europa passiert, dann finden wir Licht in der Bibel. Schau dir an, was die Bibel dazu sagt. Und lese nicht so viel Tagesschau und Spiegel Online. Es hat keinen Sinn. Du wirst nicht die Wahrheit erfahren. Sie werden dir auch nicht die Wahrheit sagen. Aber die Wahrheit wirst du in diesem Buch erfahren. Und deswegen ist es gut, Christus in diesem Buch zu suchen und zu sehen, das ist wirklich das Licht. Ich habe neulich Obadja studiert, da sind wir jetzt nicht zugekommen, wir haben ein paar kleine Propheten offen, ja. Und in Obadja steht in Vers 7 der Satz, es ist kein Verstand in ihm. Und Obadja ist eine Prophezeiung, die richtet sich an Esau, ja, also an Edom. Und Esau ist in der Bibel der Prototyp des Ungläubigen, der wird nämlich in Hebräer 12 Atheist genannt, ungöttlicher. Und es gibt nur zwei Arten zu leben. Du kannst so leben wie Jakob oder du kannst so leben wie Esau. Jakob streckt sich aus nach dem Segen Gottes, auch wenn er noch ein Schlitzohr war, ja. Aber Esau, der sagt, ich gehe hin, um zu sterben. Was soll mir das Erstgeburtsrecht? So redet heute jeder in der Uckermark. Ich habe meinen Nachbarn ein paar Mal angesprochen. Der ist immer ganz betroffen, wenn jemand stirbt. Ah, mit dem Tod und so. Der passt überhaupt nicht zu uns. Ja, so hast du recht, passt nicht zu uns, aber ist da. Wenn ich tot bin, 15 Zentimeter unter der Grasnarbe. Ich gehe hin, um zu sterben. Esau. Und sodass die ganze Welt, in der wir leben, die ungöttlich lebt, über die sagt Gott, es ist kein Verstand in ihnen. Das, was sie machen, auch im Bundestag, oder welche Ziele sie formulieren, es ist unverständlich. Es ist überhaupt nicht zu verstehen, was passiert. Aber er sagt, wunder dich bitte nicht. Das ist immer so. Das ging dem Nebukadnezar schon so. Als er sich selbst erhoben hat, da hat er seinen Verstand verloren. Und er kam ihm wieder, als er sein Angesicht nach oben gerichtet hat. Und deswegen ist es auch so gut, wenn wir die Zeichen der Zeit verstehen wollen, lasst uns die Bibel lesen. Da ist Licht drin. Da empfangen wir Licht. Und dann rückt Gott auch unsere Prioritäten wieder zurecht. Du kannst immer anfangen, den anderen zu sehen, oder? Immer. So viel Licht ist noch da und so viel Lockdown wird es nicht geben, dass du nicht den anderen sehen kannst. Und du kannst auch immer noch aufstehen und kannst etwas tun für den anderen. Fang einfach an. Ihr Väter, ihr Mütter. Ich wünsche uns so sehr, dass über PEFSUM, ich sage immer PEFSUM, ja, ich bin jetzt ordentlich korrigiert worden, dass das nicht in Ordnung ist. Beleidigung der Volksgruppe hier. Deswegen PEFSUM. Ich wünsche mir, dass in PEFSUM ganz viele Lichter scheinen. Und vielleicht ist dein Licht so eine
dahin dümpelnde Fahrradlampe. Und du denkst, ich könnte auch mal ein bisschen mehr Licht machen. Dann mach das bitte. Und sage nicht, du kannst es nicht. Sage nicht, ich will es nicht. Sage auch nicht, es ist schon so viel Blödes passiert, das kriege ich nicht mehr hin. Dann bitte wenigstens Gott darum. Bitte ihn, dir zu helfen, dass dein Haus ein helles Licht wird.